Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu State of Decay 2. Wir gehen los und suchen Munition. Das ist das erste Ziel. Und das sollte doch wohl kein Problem sein, oder? Gut aus. Vorsicht bitte. So, dann schauen wir mal, was wir da drüben finden können. Komme ich hier so einfach rüber? Ich glaube schon, oder? Zombies in all directions. Mhm. Better be careful. Wirklich in all directions. Das ist ja. You're up for playing good neighbor. Kann nicht mal irgendwo parken. Das sieht ganz gut aus hier. Wir müssen darüber. Schauen wir uns mal an. Ah, die Polizeistation. Okay, schauen wir mal, ob da wieder was Neues ist. Schau mal, ob hier noch einer zu finden ist, weil dann mache ich mir die Mühe und gehe einmal zurück zum Auto. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das nicht einfach dann nur der eine ist und danach kann man hier gar nichts mehr looten. Das sieht mir fast danach aus. Denn alles andere ist bereits durchgelootet. Das heißt, es gibt den einen Packsack. Na gut, das sind was, 5 oder 6? Das sollte erstmal reichen. Ich musste jetzt nur Munition herstellen und dann war das eben durch. Ansonsten haben wir die Außenposten, die sich eigentlich drum kümmern. Das müsste eigentlich passen. Abgeschiedenes Haus. Wo soll das denn sein? Ist das hier? Nee. What? So, da haben wir die Feuerwache. Die können wir als Basis nutzen. Wie viele... Ach, warte mal. Ach nee, 2 sind's. Ich dachte schon. Ist nur noch 1, aber... Die beiden sind's schon noch. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Jetzt
So, der kommt hier ein bisschen zu nahe. Zack. In der Tankstelle, kann das sein? Ich habe eh nichts dabei, was das jetzt bekämpfen könnte. So ein Curveball wäre natürlich nochmal schön, so ein angeschlagenes Seuchenherz. Damit könnte ich was anfangen. So, plus eins Munition herstellen. Plus das, was wir jetzt gerade gefunden haben. Sehr schön. So, wir gehen hier rüber. Und machen einen kleinen Abstecher zum Kopfgeld hier, würde ich sagen. Warte mal, hier ist gerade keiner. Haben wir die denn? Da drüben. Denn der hat noch zwei Sachen für uns. Na, na. Vorsicht bitte. Nur keine Bloater, nur keine Bloater, sonst ist alles okay. Das ist die beste. Ja, doch, das geht. Das geht hier gut. So. So, da bin ich wieder. Okay. Make yourself at home. Das ist sehr freundlich. Perhaps you might help with some of these bounties. Zack. Ah, sehr schön. Das haben wir bereits. Was haben wir denn hier? Schrotflinte. Ja, nicht so die Waffe meiner Wahl, ehrlich gesagt. Und natürlich auch, was man dafür machen muss, finde ich immer so ein bisschen... Hier, solchen Herzen im Nahkampf würde ich wahrscheinlich nie machen. Ich stelle 1500 Kugeln oder Bolzen her. Das können wir am ehesten noch verkraften. Und das ebenfalls. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt Samurai MP und MPX Competition. 9 mm. Wo haben wir die infizierende Horde? Okay. Ah, 1500 Kugeln, das dauert zwar ein bisschen. Ich glaube, man stellt 45 her, wenn man die so über die Basis macht. Könnte sein, dass man mit einem Upgrade oder so mehr herstellen kann, aber zum aktuellen Zeitpunkt 45. Das dauert natürlich eine Weile, aber wenn das so nebenbei passiert und ich eh Munition herstelle, warum nicht? Denn so langsam gehen mir so die Gegenstände beim Kopfgeldjäger aus, wo ich sage, ja, die hätte ich gern. Hier oben sein. Muss immer ein bisschen aufpassen wegen der Bloater.
das die hier? Oh, der ist aber flink unterwegs, der Junge. Das sind die aber nicht, glaube ich. Ne, da oben. Ja, Bloater, alles klar. Da warten wir mal schön. Eins, zwei. Screamer. Eins von 16 erledigt. War's das jetzt schon? Nee. 9 Zombies. Down to the last magazine here. Mhm. Ja, ist das nicht so schlimm. Zack. Wir steigen ein, wir warten, bis da die Seuche sich ein bisschen verzogen hat. Und dann räumen wir auf. Huhu. Aber warte mal, du fehlst noch. Zack. Das war's, sehr schön. So, das hätten wir erledigt. Ja, noch zwei Tobsüchtige mit einer Armbrust, ne? Hm. Das müsste doch eigentlich drin sein, oder nicht? Wo wir gerade davon sprechen? Leider keine Armbrust dabei. Ja, warte mal, nehmen wir jetzt die Pistole. Da ist ein Schalldämpfer drin, das passt schon. Das passt schon. Auch ein paar Lebensmittel. Somebody out there must know where we can scavenge for more supplies. Ja, mach mal bitte. Dann machen wir das auch noch. Es müsste gleich hell werden eigentlich. Okay. Zeig mal her. Drummond Corner? Wo ist das denn? Was ist denn hier los eigentlich? Ist der Händler? Machen wir das mal. Brumm, brumm. Keine Bloater, geht weg, bitte. Oh, 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 oh. Oh, hier, okay. Ach, Käse. So, ja. Schauen wir mal hier im Eisladen. Spoon and Cone. Might be a safe spot to rest for a few. Sehr gut. Ja, ein paar Lebensmittel. Wir haben zwar 12, aber wir sind auch zu 7. Also, yes, finally. Da haben wir es schon. So, dann schauen wir in den Läden daneben nochmal nach. Was es so gibt, ist hier vielleicht ein neues Zeug. Ne, das ist weiterhin der Container da drüben, aber hier haben wir was. Oh, das Seuchenherz. Sehr gut. Schauen wir mal, was drin ist, so dass wir es dann nicht nehmen, alles raus, damit das auf jeden Fall ganz verschwindet, auch von der Map.
Ja, warum nicht? Einfallsreichtum. Was ist denn hier los? That's pretty heavy. Hab ich das Herz hier fertig gemacht? Hab ich das komplett vergessen zu looten? Also scheinbar. Nehme ich. Kein Problem. Danke. Krass. Das kommt natürlich wie gerufen. Tag 22. Zack, das hätten wir. Sehr schön. Gefällt mir. Locked. Ist da überhaupt irgendwas drin? Ich schau mal, was der Hintereingang sagt. Es ist mir irgendwie zu riskant jetzt gerade. Es läuft gerade so gut. Was will er denn haben? Materialien für alle. Nö. Nö, danke. Ja, sehr schön. Also, mehr als erwartet. Keine Ahnung, wann ich dieses Seuchenherz hier vergessen habe. Aber umso schöner ist es. M4 mit 50 Schuss, Benzin, ein Rucksack, Munition, alles dabei. Hier für atomares Sonnenlicht. Oh. So, ja, sauber. Für euch, Leute. Das ist ja unglaublich. Ja, das kann auch mal rüber. Das wiegt nämlich ein bisschen was. Jetzt müssten ja aber alle sehr happy sein. 13 Lebensmittel. Ach, der Tag ist vor. Ja, sehr gut. Das passt. 15 Munition. Perfekt. 14 Material, 3100 Einfluss. Das brauche ich auf jeden Fall. Was fehlt? Das fehlt. So, wir hauen mal nach und nach hier so ein bisschen was raus an die anderen Kollegen hier. Die sind doch direkt gegenüber, oder? Sind die ausgezogen hier? Oh, die sind ausgezogen. Oder habe ich die alle getötet? Kann natürlich auch sein. Hier, das können wir noch entfernen. Was haben wir hier oben? Wir schauen uns das mal an. Vielleicht finden wir in Verbindung damit irgendwelche Leute. Das machen wir zu Fuß. Denn es ist ein schöner sonniger Tag. Und wir müssen noch Schritte sammeln, Leute. Wie viele am Tag so kommen? 15.000. In der Apokalypse ruhig mal ein paar mehr. Weil da ist man viel auf Loot-Tour. Aus hier. Condemned. Maybe I'll sleep when I'm dead isn't the best plan. Ja, du kannst dich gleich ausruhen. Das kriegen wir schon.
Wir machen keine Seuchenherzbekämpfung oder irgendwas. Der ist jetzt ein bisschen durch. Zeig mal her, erholt. Ach ja, perfekt. Kaffee hatte ich auch schon, also. So 600 Meter, das sollte eigentlich easy erreichbar sein. Sind bestimmt noch irgendwo ein paar Tobsüchtige unterwegs. Die Soldaten. Was? Wo denn? Da drüben, da ist er. Zwei. Ja, so ein klassischer Zombie-Film fehlt eigentlich mal wieder, finde ich. Da kam ja dieses... Hieß das Army of the Dead? Was in Las Vegas spielte? Oh, das... Weiß ich nicht. Coole Idee mit Las Vegas und allem, aber irgendwie... Am Ende spielte das alles nur in irgendwelchen dunklen Gängen und hätte auch in jeder anderen Stadt sein können. Ich finde dieses... Dieses Las Vegas-Element hat es irgendwie nicht so gebracht, aber... So ein richtig guter Zombie-Film, meinetwegen in Las Vegas, aber dann so richtig durchgezogen mit Casinos und allem drum und dran. So von mir aus so eine gute Dead Rising-Verfilmung. So vom Ton her gefiel mir der Film schon ganz gut, Army of the Dead. Aber auch da wieder war halt irgendwie alles Greenscreen im Hintergrund. Also keiner war da wirklich irgendwie an einem Set, bis auf dieses Tresor-Ding. Ansonsten auch die Kamerawahl, also die Linsenwahl, weiß ich nicht. Das war nicht so angenehm zu schauen irgendwie. Und ich glaube, die Zombies konnten sogar sprechen, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ich eigentlich dagegen bin, ehrlich gesagt. Bitte, bitte, Sir. Oh, das ist eine Horde. Ja, und von mir aus dürfen so Zombie-Filme auch so richtig schön krank sein. Also das muss hier nicht so Familienunterhaltung sein. Ho, ein Zombie-Film, sondern... Das darf ruhig wirklich blutig sein und so. Mit echtem Blut. Also nicht echtem Blut. Also von mir ist auch echtem Blut. Aber du weißt schon, was ich meine. Dass da wirklich jemand dann rote Farbe oder eben was weiß ich was an der Hand hat. Und dann richtig schön fies. Und keine Serie. Keine Miniserie. Ein Film. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt schauen wir mal hier. Hm, schon gesehen. Screamer haben wir auch. Was wollen die denn? Muss ich da ganz nach oben, oder was? Wie er da so steht. Was wollte ich nochmal? Gehen mal hoch. Ich hoffe, das macht nicht zu viel Lärm. Nee, das sieht gut aus. So. Jetzt schauen wir mal, ob das hier einen Unterschied macht. Ich denke fast nicht, aber die Horde muss eh weiterziehen, das passt schon. Kreischer.
So, jetzt gucken wir mal. Keine Ahnung. Ich aktiviere das mal. Wie, das war's? Das ist die mysteriöse Übertragung? Well, at least we're not suffering an idiot shortage. Bob. Are you kidding me? Drop dead. Die Eigenschaften von Bob machen Auseinandersetzungen wahrscheinlicher. Wenn du ihn verbannst, kommt das Sources weniger Auseinandersetzungen. Hector, das Opfer der jüngsten Auseinandersetzung, hat Eigenschaften gereizte Gemeinschaftsgebiete noch wütender und außer. Boah. Leute. Ja, keine Ahnung, was dieses mysteriöse Signal jetzt war, ehrlich gesagt. Suche und finde den Inhalt der Clio-Beute in dem Gebiet. Das ist es. Bisschen Sorge, dass das jetzt erst aktiviert wurde und ich doch nochmal hoch muss. Mir war so, als wäre ich hier auch schon mal gewesen und hätte das schon mal gemacht. In dem Gebiet. That's a whole lot of nothing we got here. Keine Ahnung. Und ich glaube, da stand ich schon mal so davor und dachte so, weiß ich nicht, was wollen die denn von mir? Den Inhalt der Clio-Beute in dem Gebiet. Die Moral von Bony hat sich vorübergehend verbessert. Er hat dafür allerdings Benzin verschwendet. Okay. Ja, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Das hatte ich hier aber schon mal. Ich gehe jetzt noch einmal hoch und schaue, aber... Ist das Gebiet, zählt das da unten vielleicht dazu? Warte mal, das machen wir mal lieber. Bevor wir hier die Zeit verschwenden. Schauen wir uns lieber hier unten mal um. Was haben wir denn hier? Gibt's hier was von Interesse? Potenzielle Heimatbasis. Großer Außenbereich, ein kleiner Innenbereich, drei kleine Außenbereiche. Wirkt fast so, als würde das keinen Unterschied machen zu dem, was ich jetzt habe. Groß, ein klein, drei kleine Außen... Ja, nee. Hm. Ja, finde ich so von der Location her. Na, das ist mir auch zu weit weg von allem. Das ist ein bisschen zentraler und gerade hier unten, weil das sind ja meine nächsten Gebiete, die ich brauche. Da will ich dann nicht so super weit für fahren müssen. Ja, keine Ahnung, was es mit diesem Clio-Beute-Dings auf sich hat. Ich weiß es nicht. Ich steig nicht durch. Ich loot hier jetzt noch und dann geht's zurück. Well, time for me to move on. If you ever end up over in Trumbull, feel free to stop by. Stimmt, ich war ja ursprünglich auf der Suche nach anderen Menschen. Na gut, dann ist es eben so. Hier sind weit und breit keine. Die nächsten erst da unten.
Damn, that thing's fast. Das war knapp. Das war verdammt knapp. This is my last mag. Could be a problem later. Die sind aber auch fies, wie schnell die einen auch bemerken, ne? Da kann man nicht einfach mal so auf ein paar Meter Entfernung vorbeigehen. Sehr gut, genau. Trainier mal ein bisschen Cardio. Dann sind alle happy, yo. Dann geht es dir auch ein bisschen besser. You're gonna regret hanging us out to dry. Ja, alles klar. We had a chance to make an ally. Ja. So much for that. Haben wir hier? Burgers Monthly. Okay. Gun it. Ach nee, can it. Keine Guns, Leute. Das ist ein friedliches Spiel. Screamer? Nee. Ha, das finde ich auch super. Einfach so durchs Wasser spazieren. Ist der andere? Es sind zwei. Wir fehlen noch 10. Okay. Ja gut, die stehen ja wirklich überall rum, die Kreischer. Ne? Das ist ja... Sollte nicht so schwer sein, 10 weitere zu finden. So, wo sind denn die Herrschaften? Hier haben wir noch das... Ah ja! Das, was hier fast schief gegangen ist. Genau, das haben wir auch noch. Und hier drüben... Sind die Leute, habe ich da nicht diesen merkwürdigen Streit geschlichtet? Ja, ich mach mal vorsichtig. Kümmere mich erstmal drum. Model Home. Das ist. Naja, damit kann man fahren. Ja, ebenfalls. Wo bist du denn? Bist du das? Hey, Buddy. Kann ich mit dir handeln? Sehr schön. So nämlich. Medikamente 125. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir es, ne? Grazie. Hey, we need a hand over here. Strength in numbers, right? Wie, jetzt willst du Materialien haben? Die werden nicht sofort feindselig, ne, wenn man das einmal nicht macht. Weil das ist ja jetzt denkbar ungünstig. Also, ich bin zu Fuß hier. Was soll ich denn jetzt machen? Hier, für dich. Ah, so weit weg ist das gar nicht. Ein Kilometer. Kommt man eigentlich ganz gut durch zu Fuß. Ja, so ein kleiner Spaziergang ist auch mal ganz nett, finde ich. Ich mag das ja an Spielen. Ich finde, es muss nicht immer alles mit dem Auto gemacht werden. Auch bei einem GTA oder so. Ich mag das irgendwie. Das hat was. Das,
weiß ich nicht, ich mag es sehr, ein Auto zur Verfügung zu haben. Ich mag auch dieses Gefühl, eine Mission erledigt zu haben, dann zurück ins Auto und dann einfach davondüsen. Aber ich finde, so ab und zu einfach mal so ein bisschen zu Fuß unterwegs sein, das gefällt mir irgendwie. Das ist so, gewisse Welten sind dafür irgendwie so gemacht. Und das finde ich super. So, da kommen ein paar, aber das kriegen wir schon hin. Wer weiß, vielleicht finden wir auf dem Weg zurück ja noch 10 Screamer. We've got a bloater. Ah ja, ich sehe schon, das ist jetzt bläulich. Hopp. Weiche Haut ist vorbei, okay. Habe ich jetzt auch nicht so genutzt, weil das dann doch, glaube ich, eher für Nahkampf gedacht ist. Aber ich werde einen Teufel tun, da irgendwie versuchen, irgendjemanden auf Nahkampf fertig zu machen. Außer diese Stealth-Angriffe natürlich. Aber für mich ist Einzelschuss, Gewehr, Kopfschuss Gold wert. Und deshalb weiche ich davon auch nicht zurück. Das kostet natürlich immer viel Munition, auch wenn man manchmal bestimmt welche so erledigen könnte. Oder einen Tobsüchtigen dabei. Einen Screamer haben wir. Was macht er da? Er genießt die Aussicht. Ist er da? Damn, that thing's fast. Kommt, er kommt. Eieiei. Ich will mir das Schild hier nochmal angucken. Schauen wir mal, ob das Auto uns noch ein paar Meter fährt. Ich weiß gar nicht. Ich bin der Meinung, mit Lorenzo kam ich her. Der ist dann draufgegangen. Das müsste eigentlich noch fahren können, oder? Ja. Oh, Wendekreis aus der Hölle. Let's go. Sehr schön. Was seid ihr? Okay. Jetzt haben wir ein weiteres Auto hier, was ich möglicherweise nicht brauchen werde, aber wer weiß. Jetzt hat es ja auch was gebracht. Im Grunde gar nicht verkehrt, ab und an mal irgendwo so ein paar Autos stehen zu lassen, die halbwegs funktionieren. Für solche Fälle eben. Haben wir denn sonst noch irgendwas gefunden? Nö. A man can't hear himself think around here. Ja, hast du recht. Ja. Sehr schön. Läuft doch ganz gut gerade. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Die beiden muss ich eigentlich angehen. Wir schauen mal, wie wir das machen, ob wir ein bisschen was bauen, was uns dabei hilft, ob wir einen Begleiter anwerben. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Bis dahin. Ciao.